Verstehe ich gerade nicht so ganz. Hä? Oh, hallo, ich bin gleich tot. Und wieder begrüße ich euch zu Jack 3. So, jetzt begeben wir uns zu diesem Viertel, von dem ich das letzte Mal schon sprach. Das ist das neue... Ja, wie nennen wir das? Das neue Viertel halt. Ist dort, wo damals diese Hafen waren und diese ganz schlechte, in Erinnerung gebliebene Mission. Ich dachte, ich komme da hoch. Mit den Siegeln, ne? Wenn nicht, schaut euch das... Den zweiten Teil an, dann seht ihr es. Und ich muss sagen, wenn man sich das hier mal anschaut, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit hier vergangen ist, aber sie haben sich ja schon ganz schön gemacht, ne? Also in der kurzen Zeit hier so viele Häuser hier hingebaut und kann man schon sagen, das ist eine gute Zivilisation. Tja, jetzt geht's erstmal ins Hauptquartier. Und da werden wir auf jeden Fall Samus, Kira und wer da noch so alles dabei ist, wiedersehen. Ist eigentlich dieser Teil des Spiels, wo ich sage, hey, ab hier geht das Spiel erst richtig los, so sag ich mal. Weil, wenn man sich das mal so anschaut, die drei Teile so vergleicht, ist der dritte Teil anfangs ein bisschen so, weiß nicht, da fehlt irgendwie so dieses, die ganzen Freunde von Jack, also... Klar, ist ja eine Wüste, muss ich da ein bisschen durchschlagen am Anfang, aber er hat ja auch neue Freunde gefunden und so, aber hier so Samus und Kira, die haben mich immer irgendwie im dritten Teil anfangs gefehlt. Aber naja, die sehen wir jetzt erstmal wieder und gehen hinein. Und betrachten Jack seine gegelten Haare. Also auf jeden Fall stehen sie mehr als im zweiten Teil. Hallo, Freunde und Gefährten! Jawohl! Der Dexternator ist wieder zurück! Dexter, Jack, gut gemacht! Wurde auch Zeit, dass ihr auftaucht! Wo wart ihr so lange? Sorry, uns kam ein Krieg dazwischen. Tolle Arbeit, Jack. Ich möchte mich im Namen der Stadt bei dir entschuldigen. Vergiss es. Es geht ja hier auch um meine Interessen. Also, so viel wir im Moment wissen, nähert sich uns ein gewaltiger, dunkler Planetenformer. Niemand weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Sollte es böse Precursor-Technologie sein, können wir sie nur mit noch mehr Precursor-Technologie zerstören. Und die befindet sich tief unten in den Katakomben. Und dass so viele Eco-Kristalle im Umlauf sind, kann nur eins bedeuten. Jemand versucht, die gewaltige Precursor-Technologie zu erwecken. Dahinter steckt Vega. Oder Arrow. Oder vielleicht... Oh, oh! Hört euch erstmal meine Ödland-Abenteuer an! Da stand ich nun, allein gegen eine Horde von sabbernden Metallschädeln, als urplötzlich... Oh, oh! Sieht aus wie ein Angriff in voller Stärke. Mehrere Ziele gleichzeitig. Bereit für ein bisschen Action, Jack? Was glaubst du denn? Lassen wir es krachen, Dex! Action lieben wir, aber... Naja, wir müssen ja nicht gleich wieder übertreiben. So, dann testen wir mal unsere tollen Waffen, die wir so haben. Die hier zum Beispiel, die haut ja auch ganz schön rein. Oh, was ist hier los? Achso, die schießen darauf. Warte mal. Ja, da würde ich sagen, da ballern wir mal hier so rein. Ups, brauche ich das jetzt? Kann ja mal passieren, oder? Also, ich hoffe mal. Geil. Wie ich den Friedensstifter vergessen, nee, nicht vergessen, aber vermisst habe. Ja. Ich hoffe mal, die Dinger kann man hier abschießen. Nicht, dass ich hier mich anarsche. Geh mal zur Seite. Hey! Das fängt ja auch noch mit Laser an hier. Das mögen wir ja, ne? Ach, verdammt, ich dachte, ich kam da raus. Hallo? Wo bist du? Ach, da.
Ja, wir haben ja natürlich das auch freigeschaltet, dass das hier länger hält, das Ding. Finde ich sehr cool. Und dürfte ganz praktisch sein. Schaut euch das an, wie wir einfach mal aus der Ferne. Ach, das war's schon. Ach so? Ich habe das irgendwie mieser in Erinnerung. Es, wie soll ich euch finden? So. Ey, warte mal, gab's denn nicht in den Stadtteil? Ich hab schon wieder. Ich muss das endlich mal aus meinem Kopf rauskriegen. Ich sag so oft, ey, warte mal. So, das, ich setze das wahrscheinlich so ein für und m. Ja. Dachte ich, das ist halt langweilig und sagt da einfach mal einen ganzen Satz, ne? Nee, gab's denn nicht irgendwelche Jacken. Nee, Jacken Dexter nicht. Ratchet & Clank-Anspielungen, aber das war ja im zweiten Teil. Das sage ich jetzt erstmal, nicht, dass mich wieder einer korrigieren muss. Ich weiß, dass es im zweiten Teil dieses Easter Egg gab, da an der Wand, aber gab es denn nicht hier im dritten Teil auch eins hier? Weil ich finde diese Gegend hier ziemlich Ratchet & Clank-mäßig. Gut, gehen wir wieder rein. Bisschen hier Silvester feiern draußen und jetzt erstmal den restlichen Sekt austrinken. Dann macht Ashton wieder irgendwelche Annäherungsversuche an Jack. Ist euch das mal aufgefallen? Also im dritten Teil ist das ein bisschen extrem. Gute Arbeit, mein Junge. Du bist unser bester Mann, um eine Expedition in die Katakomben zu führen. Bitte, bitte, lasst uns nichts überstürzen. Wollt ihr wirklich, dass dieser dunkle Eco-Spinner die heiligen Hallen unserer glorreichen Precursor verschmutzt? Ich sollte die Expedition leiten. Wir haben genug von euren Intrigen, Vega. Ich habe die Antwort, die ihr sucht. Meine Precursor-Mönche gaben mir das Wissen, wie das Verteidigungsnetz des Planeten aktiviert wird. Wenn ihr mich darum bittet... Nein. Jack hat uns immer aus der Klemme geholfen. Ich bin für ihn. Ich auch. Du bist erledigt, Vega. Vega heißt das, du Idiot. Was auch immer. Graf Vega. Hiermit löse ich den Stadtrat auf und enthebe euch eures Titels, eurer Befehlsgewalt und sämtlicher Privilegien. Nun geht mir aus den Augen. Was? Du wagst es? Ich war euch gnädig. Doch nun sollt ihr alle im Schöpfungsfeuer der Precursor brennen. Das schwöre ich. Was für eine Angriffswelle. So schwere Angriffe können wir nicht ewig abwehren. Die schwebende Kriegsfabrik muss geschlossen werden. Das Problem ist, sie hat einen Schutzschild und die Eingänge sind mit Codes geschützt. Die meisten alten Gardetürcodes stecken im Hauptsystem, im Energieraum. Wenn du in das System eindringst, bekommst du die Türen der Kriegsfabrik vielleicht auf und kannst hinein. Onin sagt, das Eco-Netz im Energieraum kann dir helfen. Doch um den Raum zu öffnen, musst du den Verteilerkasten in der Kanalisation finden. Meine Meinung, es ist verrückt, darunter zu gehen. Was soll's? Viel Glück! Ja, vielen herzlichen Dank, Packer. Ach, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum der wilde Fager hier einfach so rein darf. Also, Ashton hat ja schon gesagt, dass er irgendwie seine Machenschaften im Spiel hat, aber da hätte sie ja auch schon ärmer ihn in die Schranken weisen können. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Vielleicht versucht Ashton wieder Sympathie für Jack zu gewinnen. Wie sieht das aus hier, hä? Ach, nee. Ach, wie ich bauchfrei vermisse. Lassen wir das. Aber hey, alle meine Freunde sind wieder da. Und ich danke Kira dafür, dass sie endlich mal wieder hier im dritten Teil spricht. Ich dachte schon, sie ist stumm geworden, so wie Jack damals. Und Samus hat sein drittes Auge endlich gefunden. Ist endlich erleuchtet. Oh. Ist euch schon mal aufgefallen, wie klein seine Augen eigentlich aussehen, ohne seine Brille? Und wie klein er, naja. Und hier, Packer, unser alter Kumpel. Ja, in Anführungszeichen. Aber ich finde das cool gemacht hier. Also, mir gefällt, dass wir alle hier wieder im Team sind und so uns gegenseitig auf den Hintern schauen können. Und jetzt gehen wir in die Kanalisation. Hä? Lesen wir nochmal hier? Nee, können wir ja nicht. Ach ja, und dann wollte ich noch erwähnen, das ist mir nämlich letztens aufgefallen, weil ich jetzt wieder so in den Hörspiel-Modus bin. Also, ich liebe ja auf Hörspiele. Und da ist mich so eine Stimme bekannt vorgekommen. Das ist die Stimme von Packer. Leider weiß ich jetzt nicht mehr... Wie hieß denn der? Wie hieß der Synchronsprecher von Packer? Beziehungsweise von... Sig... Ich blende hier nochmal den Namen ein.
weil ich jetzt zu dumm bin, mir das zu merken. Ja, dieser Herr hat früher mal die alten Batman-Hörspiele gesprochen. Und zwar hat er den Joker da gesprochen. Müsst ihr mal gucken bei YouTube. Batman-Hörspiel. Und dann, ja, ich muss echt feiern, wenn ich den da höre. Also er hat schon richtig cool gesprochen damals, den Joker. Kann man echt Angst bekommen. Ja, und übrigens, für alle, die es nicht wissen, Pecker und Sick haben den gleichen Synchronsprecher. Oi, Hallöchen. Oh, ich liebe die Waffe. Und schaut, wie lange das hält. Ja, aber jetzt für hier würde ich mal sagen, dann nehmen wir erstmal ein paar andere Waffen. Was auch auffällt, wir sind jetzt hier wieder in der Kanalisation, aber natürlich sind wir hier runtergestiegen von einem ganz anderen Stadtteil. Das lässt mich vermuten, dass diese Kanalisation nicht die gleiche ist, sondern ja, dass halt die ganze Stadt die Kanalisation beinhaltet, was ja eigentlich normal ist für eine riesige Stadt. Und ich frage mich, ob wir hier mit einem Jetboard hochkommen, aber ich probiere es lieber nicht aus, oder? Schaut mal. Wir gehen erstmal hier lang. Yeah! Das ist Einsatz von den Patronenhülsen. Selbstsuchend, nicht selbstliebend. Das mögen wir nicht so. Und deswegen machen wir dieses. Die Medizin kommt genau richtig und darum sammeln wir diese auch noch ein. Ein bisschen weißen Jack. Oh, wieso ist denn eigentlich mein weißer Jack hier so alle? Ist ja komisch. Ist ja alles alle, Mann. Muss ja alles wieder auffüllen. Wegen euch da oben. Was? Ihr kommt nicht runter? Dann nehmt das. Ich weiß, es ist ein bisschen OP-mäßig. Aber ich habe gerade Spaß an den Waffen. Ja gut, diese hier ist... Das ist wie so ein Granatenwerfer. Darf man nicht vergessen. Und deswegen muss man den auch so einsetzen. Nämlich bei solchen Gegnern hier. Das ist ja ganz gut. Dann hüpfen wir mal hier rüber. Achso, ich kann ja schwimmen, ne? Nicht so wie in anderen Spielen. Mir fällt gerade keins ein, wo man nicht schwimmen kann, aber gab es hier noch was? Nein, 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 da gab es nichts. Ach, tschüss. Super. Ist gut gemacht wieder, Jack. Fetzer. Das nenne ich auch mich schon wieder Jack, ey. Oh, dann kann ich nochmal die... kann ich nochmal ausprobieren. Ey, was wollt ihr? Mein Jetboard angucken. Cool, was? Wollt ihr erstmal ein bisschen angehen mit meinem Jetboard hier? Falls ihr euch fragt, warum ich statt der Waffe das Jetboard gezückt habe. In Jack 3, da kann man auch mal ein bisschen angehen mit seinem Jetboard. Schließlich ist das jetzt unseres. Nicht so wie im zweiten Teil, dass wir uns nur anschauen durften, ausleihen durften. Das mögen wir ja nicht so wie euch da oben. Euch schaut man auch bloß an. Ja, bei euch bringt das sogar noch... Da gibt es sogar Sinn, dass man euch bloß anschaut, weil was will man mit euch mehr machen? Also kann man ja nur höchstens doch stören. Muss ich das jetzt hier verstehen? Muss ich jetzt den Laser hier verstehen? Nee, wa? Ich gehe einfach durch. Okay, da drüben haben wir noch welche. Nee, haben wir nicht. Okay. Ja, und dadurch, dass halt hier diese Kanalisation an unterschiedlichen Orten betretbar ist, ist sie natürlich auch komplexer, weil es natürlich auch ganz andere Schauplätze sind. So, was ist das jetzt hier? Einfach drauf. Oh, na super, das habe ich ja gut hinbekommen. Nee, was macht man jetzt mit dir da?
Verstehe ich gerade nicht so ganz. Hä? Oh, hallo, ich bin gleich tot. Das ist schon sehr merkwürdig. Was muss ich denn hier machen? Hallo? Sag ich wieder Hallo. Tschüss, gehe ich einfach. Passt mir nicht. Gefällt mir nicht. Will ich nicht. Wird denen aber auch gar nichts so gesagt, ne? Ah, warte mal, ich habe eine Vermutung. Wie ging das? Nein? Nein? Oh Mann, ich hab's gewusst. Ich muss da dran schlagen oder irgend sowas, aber von oben auf den Laserzeug. Hat schon wieder gar nichts gebracht, dass man hier die Gegner umbringt. Zerstört, meine ich. Wir bringen ja niemanden hier um. Wir sind ja der Gute. Der gute Jack! Der gute! Ich habe gesagt, der gute. Also halt dich gefälligst ans Skript hier des Let's Plays. Sind wir schon wieder im nächsten Part? Nee, weiß ich nicht. Ich hasse es. Hier ein bisschen Munition. Muni! Muni! Nein? Ah, das ist auch so, richtig merkwürdig. Ah, guten Tag. Kommt genau richtig, um hier eure Backpfeifen abzuholen. Gut, also, nächste Runde. Voll den Bauchplatscher gemacht. Hey! Was ist mit dir los, Kumpel? So, dann wollen wir auch ein bisschen dunklen Jack einsammeln. Wie machen wir das? Ich komme doch einfach mal so hier. Jawohl. Was ist da? Ich soll irgendwie Anlauf nehmen. Yeah, Updance. Jubei kann tanzen. Hey, nice. Damit habe ich jetzt hier eigentlich nicht gerechnet. Obwohl sie es natürlich denken lässt, dass man hier in der Kanalisation ein paar Precursor Ops findet. Aber, wie gesagt, kleine Precursor Ops erheitern das Leben. So, die werde ich einfach mal jetzt hier Jackson Dexter 1 Manier umbringen. Haben wir ja auch nicht lange gesehen. Und hier muss ich tauchen, oder? Genau. Warum? Weil wir es können. Also dieser Abschnitt der Kanalisation gefällt mir auf jeden Fall mehr als den anderen, den wir da kannten. Boah, ich weiß nicht, was hier kommt. Müssen wir hier hoch? Was ist das denn hier? Das erinnert mich auch voll am ersten Teil. Medizin. Schön. Muss ich da hier... Ne, kann ich einfach mal so. Wen haben wir da oben? Ach, verdammt. Komme ich da nicht einfach mit Jetboard hoch?
Tja, Typi, diesmal kein Schreckmoment. Das ist gerade voll lustig, weil im zweiten Teil gab es ja diesen Moment, wo man da von so einem Metallschädel erschreckt wurde. Und in diesem Teil ist einfach mal so ein Roboter-Metallschädel. Also zumindest sieht er aus wie dieser Metallschädel im zweiten Teil. Ey, was, ihr wollt schießen? Ich kann auch schießen. Schaut mal. Ist das nicht praktisch? Ist das nicht praktisch, dass euer Gegner auch schießen kann? Nein, nein, oh, ich hasse. Ich hab's fast geschafft.